Damit meinte ich die Schnecke, die da an der Seite steht. Schön. So, dann haben wir die Rose auch schon angemalt. Das ist super. Das war einfach. War aber nett. War ein schönes Rätsel. Hallo Zwerg. Ach, das sind Schachfiguren. What? Herz 10. Die sieht gruselig aus. Mach Sitz. Gut. Teekanone und Pfeffermühle sind meine Lieblinge. Muss ich nicht noch mit dem König quatschen? Der sieht so hilflos aus. Da kann ich hin. Muss ich da hin? Soll ich da hin? Will ich da hin? Das Rote Königreich liegt in Trümmern, aber du bist auch nicht gut dran. Als du sie besiegt hast, versuchte ich das Schloss wieder zu erlangen. Aber ihre Ungetüme griffen mich an. Die heimtückische Hure herrscht noch immer. Ich habe eine Bitte an Sie. Ich muss unbedingt hinein. Der einzige Weg hinein führt durch mich. Dazu muss man Opfer bringen. Wer das sagt, meint meist, dass die anderen Opfer bringen müssen. Zynismus ist eine Krankheit, aber heilbar. Nimm dich drinnen in Acht vor dem kolossalen Killer, der dort patrouilliert. Greife ihn nicht an. Er ist unbesiegbar. Nun, schneide mich los. Ich zeige dir, was ein Opfer ist. Okay, da muss ich durch. Deswegen will ich erstmal hier lang. Da gibt es nämlich wieder irgendwas Besonderes. Eine Schweineschnauze. Gibt wieder bestimmt Zähnchen und Belohnungen. Plattformlein, komm mal her. Jetzt schnappe ich mir erstmal den Zahn. 5 Zähne, weißt du? Wenn er wenigstens 10 oder 20 geben würde, wäre es ja ganz geil, aber nur 5. Dafür sind die manchmal echt zu gut versteckt. Oh, die Herzdame. Das war's. Liebe Herzdame, du hast ein paar Zähne verloren. Oh je, oh je, oh je, Mini. Ah, ich habe heute keinen Bock auf Pokémon. Von daher bleibe ich einfach mal hier. Boah. Kann ich dich auch abknallen oder muss ich dich losschneiden? Oh, ja. Gut. Achtung. Gut, der Rottyp, der macht Aua. Das bedeutet nicht angreifen, er ist unbesiegbar. Hat er gesagt. Ich glaube dem König auch irgendwie. Die sieht gruselig aus. Aber das Schloss ist schon geil. Das würde der Hino bestimmt richtig gefallen. Aber jedes Bild erzählt eine Geschichte. Eishockey. Als kleines Mädchen hättest du kein Buch ohne Bilder akzeptiert. Okay, hier kommen wir noch nicht lang. Schau hier doch nach.
eine Schweineschnauze. Ich hab's gewusst. Eihund's gewusst. So, da unten geht's rein. Die Frage ist, möchte ich da schon rein? Ich sag ganz ehrlich, nein. Ich komme da wieder raus. Nein, komme ich nicht. Da nicht. Ich will erstmal hier rein. Weil hier nämlich irgendwas Besonderes ist. Das sind mit den. Bei dem Kram mit den Schweineschnauzen. Kein Bärenfell vorm Kamin. Kein Elchgeweih an der Wand. Keine taxidermischen Grässlichkeiten im Haus. Achtet die Würde der Kreatur. Gut, jetzt kann ich hier runter. Bleibt mir nichts anderes übrig. Verstehe. Wow, 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 wow. Noch nicht so schnell, Fräulein. Wir haben hier noch Zähne einzusammeln. Wir machen die Zahnfee arbeitslos. Beziehungsweise, wir machen sie nicht arbeitslos, sondern wenn die Zahnfee uns hier fett einsammelt. Wenn die Zahnfee uns besuchen kommt, dann kriegt die so viele Zähne, dass die olle Schrapnelle in Rente gehen kann. So ist das gemeint. Weißt du, geht immer so von Kind zu Kind und sammelt so zwei, drei Zähnchen ein und die Alice legt einfach mal 700 rein. Das bedeutet, wenn die Zahnfee wenigstens für die 710 ordentlich Kohle da lässt. Lach nicht so dreckig, du olle Zibbe. Kann die Alice in Ruhestand gehen und die Zahnfee braucht keine Zähne mehr zu sammeln. Dann hat die nämlich echt mal ordentlich was zu tun. Wo will ich denn hin? Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Oder? Kann ich hier runter? Nee. Doch. Aber hier gibt's nichts. Ein paar Zähnchen gibt's hier. Ansonsten ist eigentlich schon gruselig, wenn man das mal ehrlich sagt. Aber eigentlich ist da nichts Verworrenes dabei. Rotes Wachs, das über eine Herzform tröpfelt. Aber sieht schon geil aus, das Schloss. So, die Wächter haben wir platt gemacht. Wer kommt denn da jetzt? Oha. Der König hat gesagt, den brauchen wir gar nicht angreifen. Der macht Aua. Das ist halt die Frage, wo wollen wir hin? Ich Idiot. Don Quixote hatte bei seinen Windmühlen mehr Chancen und lief nicht Gefahr, den Kopf zu verlieren. Ein diskreter Abgang darf auch stürmisch sein. So, den kann ich noch nicht besiegen. Das bedeutet jetzt ganz schnell laufen. Lauf, Alice! Hoffentlich. Es war so klar. Oh. Das Kleidchen ist schon schick. Ist eines der besten Outfits, die Alice anhat, obwohl die eigentlich recht schöne Kleidchen hier im Wunderland hat. Aber das Rot mit dem Schwarz, das harmoniert sehr.
verlässt nur selten sein verdrecktes Versteck. Aber du bist etwas Besonderes. Alles klar. Aber bevor ich jetzt hier lang gehe, wo ich lang muss... Willkommen zurück, Kino. Ja, gerade nicht, aber ich habe gerade vorhin so ein bisschen gesprochen, weil ich dachte, das könnte dir... Das wäre vielleicht deins. Die eigentliche Funktion einer Waffe ist nahezu Nebensache. Letztlich ist sie nur so gut wie die Person, die sie handhabt. Weil das Gleitschen könnte dir bestimmt gefallen. Justin ist, muss beim Justin gerade verstehen. Er hat die Twitch-Emojis entdeckt. Und ist total verliebt in die Dinger. Deswegen wirst du viele von dem sehen. Nehme ich die Teekanone? Ja. Yeah. Level 4. Oh, der schon wieder. Kann er mich nicht mal in Ruhe lassen, dieser Arschkeks? Ich brauche den nicht angreifen, ist mir schon klar. Ich muss mal wenigstens die Zähne und die Energie einsammeln. Olla Halunke. Das ist mir zu eng. Du rück mich nicht auf die Pelle. Du bist nicht mein Typ. Lieber Scharfrichter, du bist nicht Alice Typ. Vergiss es. Wer so hübsche Kleidchen anhat, hat was Besseres verdient. Oh. Ja, ja, hohoho. Ich mache gerade deine Leute platt. So, den Scharfrichter, den muss ich garantiert nicht. Tschüssi. Suche die Königin. Ignoriere ihren Schwur, Eindringlinge zu köpfen, aber auf eigene Gefahr. Suche die Königin, ignoriere ihren Schwur, Eindringlinge zu köpfen, aber auf eigene Gefahr. Na super. Warte mal. Okay, dann gehe ich hier lang, schmeiße da einen Dingsbums runter. Mache ich gleich. Erstmal hier hingehen nochmal. So, ich habe hier doch was gerochen. Ja, nee, ich habe eine Schnauze gehört. Super. Das nenne ich doch mal gelohnt. So, da eine Bombe drauf. Oh, die Teekanne hat sich gelohnt. Die sieht schon geil aus. Aber die Pfeffermühle sieht immer noch am geilsten aus.
So, jetzt pusten wir wieder unter das Rädchen. Super. Schach. Ziehe den Bauern über das Schachfeld. Der gegnerische Bauer spiegelt deine Bewegung. Okay. Löse das Schachspiel, indem du beide Bauern zeitgleich an ihr Ziel bringst. Türme werden sich den Bauern in den Weg stellen. Meide Läufer. Schachpuzzles müssen. Oha. Oha. Ich krieg das hin. Das war ein bisschen einfach. Da gibt's sonst nichts. Okay. Hino, würde dir das Kleidchen gefallen? Bestimmt. Vielleicht die Herzschleife nicht ganz so aggressiv, so ich fress dich auf. Ich höre hier eine Schweineschnauze. Aber wo? Und sehen. Okay. Ich mag Rot. Ein verschlossenes Zimmer ist wie ein Käfig. Nicht viel mehr als ein Gefängnis. Ich verachte jede Art von Verbergen. Das ist schön. Noble Einstellung. Ich weiß, was mich erwartet, glaube ich. Boah. Ich hab's gewusst. Jagt er mich wirklich? Halte nach der Königin Ausschau, aber bedenke, sie hat auch ein Auge auf dich. Das ist schön. So, die Königin hat also ein Auge auf uns geworfen. In dem falschen Jahrhundert geboren, Alice. Stell dir vor, ich als Madame Defarge, eifrig strickend, während verdienstvolle Häupter von der Guillotine rollen. Ah! Das waren noch Zeiten. What? So, jetzt aber. Da muss ich jetzt erstmal was trinken. Hier gibt es noch eine Flasche. Hier. Hallo Fläschchen. So, und ich habe...
Ich höre doch irgendwo eine Schweineschnauze. Hier. Hier irgendwo. Och nee. Achso, die gepanzerte Kartenwache. Okay. So, der hat also am Rücken hat sie also ein verwundbares Kreuz. Na komm, hau zu. Deine Lakaien können mir mal den Senkel zuknüpfen. Ja, blöd gelaufen. Aber hier gibt es irgendwo noch eine Schweineschnauze. Ich habe sie gehört. Ich muss da hoch. Ich will aber hier runter. Gibt es nämlich noch ein Schnäuzchen. Ich hab's. Ich hör's. Ich hör's. Natürlich, der Schlechter steht auf mich, also auf die Alice. Dieser Riesenlümmel. Ein guter Gast bleibt nicht zu lange. Ein guter Gast bleibt gleich zu Hause. Halt die Fresse, du alte Schrapnelle, ey. Nee. Wo ist denn? Muss mal aufpassen, es geht nach unten. Das anders machen. Gut, und jetzt hier rein, das Zeug geholt, dann mache ich das anders da. Oh, immer wenn du in so einen Raum kommst. Andächtiger Gottesdienst, schöne Musik, geschlossene Särge. Obwohl es hieß, dass deine Schwester durchaus noch vorzeigbar war. Die Flammen haben sie nicht erreicht. So, die Flammen haben meine Schwester. Was? Also, kann sagen, was du willst. Irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas ist da nicht in Ordnung mit dem Brand. Der Professor gefällt mir auch nicht. Der die ganze Zeit will, dass wir die ganze Scheiße hier vergessen. Oh, du Ratte, du Elender. Ja, man kann es übertreiben. Ist das eklig? So, gibt's hier irgendwas? Nö. Aber warum ist denn hier eine Blume verzeichnet? Ich kann mir nicht vorstellen,
die Blume nur zur Zierde da sein soll. Ich weiß nicht, ob ich da rein will, weil die Tore ja immer den großen Stalker von der Alice fernhalten. Für die königlichen Wachen dieses Reiches sind wir allesamt kommende Opfer. Das hat mir jetzt wie geholfen, liebe Grinsekatze. Bitte komm zurück und erkläre mir den Sinn von deiner blöden Aussage. Die bringt nämlich gar nichts. Nada, niente, nothing. Ja, jetzt sind wir in der Falle. Immer wieder so typisch. Nun hast du aber dich zurück. Elendes Rattenvieh. Ja, natürlich möchte ich fortfahren. Hast du viel gesoffen, Hino? Nimm dir den Eimer mit. War ein Scherz. Nun hast du aber nicht zurück. Ja, ja, natürlich. Alter, der gibt mir aber übel. So auf den Sack gerade. Ich mag keine Gegner, gegen die man sich nicht verteidigen kann. Die wirklich nur dazu da sind, dass man vor denen wegläuft. Da ist eine Flasche. Oh, wie schön. Nur ich weiß nicht, wofür die gut sein sollen. Jupp bei dir und jupp bei du. Das Flaschensammeln macht mich froh. So, und ich wusste, dass die Plattform einen Sinn hat. So, dich brauche ich nicht mehr, Mr. Hoppler. Finde ich cool, dass die Bomben so aussehen wie kleine Hasen. Ich bin ein Hase, komm spiel mit mir. Kommst du zu nah, schick ich... Eine Explosion, die schicke ich dir. Yay! Okay, ich lasse es lieber. Hier, Justin, noch was. Folgendes. Ich habe beim letzten Mal, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ja nur am Anfang reingeschaltet beim Stream vom Dicken, also beim Zeldri. Und muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja Dingsbums. Ich habe gar nicht bis zum Ende gesehen, aber ich habe gelesen, dass der Specki mal wieder, also ich nenne ihn jetzt die ganze Zeit nur noch so, weil der mir jetzt am Arsch vorbeigeht,
gesehen, dass der schon wieder die Scheiße rumgedreht hat. Also Scheiße rumdrehen im Sinne von, weißt du, ich habe ja beim letzten Mal geschrieben, dass 300, dass ich finde, dass 350 Tacken für eine Vlog-Cam, wenn man nicht genug Aufrufe hat, dass das Quatsch ist, dass das Müll ist, dass das Geldverschwendung ist, etc., etc. Und ich habe ja, nachdem ich dann so ein bisschen reingeguckt habe, habe ich ja gelesen, dass der das ja mal wieder rumgedreht hat. Dass der in seinem Kommentar gesagt hat, dass ich sagen würde, Vlogs sind Müll. Ich drehe den Spieß jetzt nochmal rum. Wenn er sowieso, egal was man sagt, wenn er sowieso so sieht, wie er möchte, dann sage ich folgendermaßen. Vlogs von dem Fettsack sind Müll. Weil wer will denn schon sehen, was der Dicke in sich hineinfrisst? Hilf uns, Alice! Rette uns, Alice! Lass uns nicht allein, Alice! Lass uns nicht zurück, Alice! Bleib What? Bei uns! Matt? Alter, da hat er mich so aufgeregt. Kein Wunder, dass der sich nach dem Stream dann nochmal tausendmal entschuldigt hat. Aber wenn ich gewusst hätte, was er danach weiter von sich gibt, da hätte ich zu dem gesagt, dann hätte ich gesagt, hier, Entschuldigung, kannst du ja langsam sonst so hinschieben. Warte mal, kam ich nicht von da? Doch, aber ich muss da so... Oder? Nee. Boah, war das knapp. Alter, habe ich mich da geärgert. Das war voll widerlich. Also wirklich, das war richtig bäh. Alter, es ist unglaublich, dieser Kerl. Will ich jetzt nach links oder will ich nach rechts? Ich will am liebsten den falschen Gang in... Alter, what? Einmal ist der Wüstling mir in die Damentoilette am Bahnhof Waterloo gefolgt. Ich musste den Aufseher rufen. Alles klar. Welcher Wüstling ist dir denn gefolgt? Irgend so ein Stalker? Alter, da ging der mir so auf den Sack, als ich mir... Ich habe das wirklich vor zwei Tagen habe ich mir das mal reingezogen. Und ich dachte, nee, gestern glaube ich, dazu habe ich drauf angeschrieben. Und dann so, mein ernsthaft, das hat er schon wieder so extremst verdreht, dass ich mir gedacht habe, what the... Was ist denn falsch bei dem? Jetzt mal im Ernst.